dieser Stimme ist ein Platz 1 beim Song Contest bereits sicher. Eurovisionshoffnung Natalia Kelly performte gestern Abend ein letztes Mal vor dem Song Contest auf österreichischem Boden. In wenigen Tagen geht es für die junge Niederösterreicherin dann ins schwedische Malmö, wo sie am 14. Mai das größte Musikevent der Welt mit Startnummer 1 eröffnen wird. Ich freue mich einfach drüber, über diese riesengroße Ehre. Ich finde es wahnsinnig cool, dass ich ausgesucht wurde, diesen ganzen Event zu eröffnen. Und ich werde mein Bestmögliches einfach geben, um eine wahnsinnig schöne Show abzulegen und einen würdigen Anfang. We are one ist das Motto des diesjährigen Song Contests und dieses darf Österreich also durchaus wörtlich nehmen. Der rot-weiß-rote Start des Musikspektakels sollte uns, da sind sich Experten einig, Grund zur Hoffnung geben. Man muss ja dazu sagen, dass das erste Mal ist, dass nicht verlost wird, der Platz. Was ich gut finde, weil ein guter Regisseur überlegt sich immer bei einer Fernsehshow, wie kann eine Dramaturgie die Songs rein, langsames, schnelles Lied, womit fängt er an? Also die dürften sich offensichtlich überlegt haben, wir fangen mit einem starken Lied an. So interpretiere ich das und nebenbei muss nicht lang warten. Sie hat es gleich hinter sich, finde ich auch gut. Er muss definitiv bis zum Ende die Stellung halten. Im vergangenen Jahr kommentierte Andi Knoll das große Song Contest Finale ohne österreichischen Beitrag. Denn für uns hieß es bereits im Semifinale Endstation. Ich bin optimistischer als in Vorjahren, weil die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, weil der Song sehr song-contestig ist, weil, weiß jetzt gar nicht, so halt. Weil ich sonst immer so pessimistisch war. Heuer bin ich mal optimistisch. Die Zeichen für einen Einzug ins Finale stehen also nicht schlecht. Ein Achtungserfolg wäre auch dringend nötig, denn dabei sein ist beim größten Musikevent der Welt nun mal nicht alles. Ich möchte auf alle Fälle natürlich gewinnen und auch im Finale unter den ersten 10 zu sein wäre wahnsinnig schön. Aber für mich das Allerwichtigste im Endeffekt ist, dass ich dann nach meiner Performance sagen kann, dass ich sehr, sehr glücklich mit mir bin, dass ich zufrieden bin und einfach stolz auf mich bin. Ein Platz 1 ist ihr schon sicher. Der am 14. Mai. Dann wird Natalia Kelly für Österreich den Song Contest eröffnen und mit ihrer Stimme hoffentlich die Stimmen Europas holen.